Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Die Nase ist zu, der Kopf tut weh, man fühlt sich schlapp. Das sind die Symptome einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung. Wenn sich diese Nasennebenhöhlenentzündung aber chronifiziert, dann wird sie immer schwieriger zu behandeln, sie ist immer schlechter in den Griff zu kriegen und OP folgt dann häufig auf OP. Inzwischen sind neue Medikamente auf dem Markt, sogenannte Biologicals, von denen sich die Mediziner viel versprechen. Und wir reden jetzt darüber, was denn davon zu halten ist. Bei mir ist Dr. Franziska Röderer. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für HNO-Heilkunde an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Röderer. Schön. Wo genau sitzen die Nasennebenhöhlen? Sagen Sie uns das nochmal. Ja, die Nasennebenhöhlen sitzen zum einmal unter dem Auge und über dem Oberkiefer, dann zwischen dem Auge und der Nase in der Tiefe und dann nochmal, immer paarig angelegt, nochmal ganz in der Tiefe zur Schädelbasis und dann noch einmal über dem Auge in der Stirnhöhle auf beiden Seiten. Also reden wir ja eigentlich über alle Hohlräume, möchte ich jetzt mal sagen, im Gesichtsbereich, oder? Fast. Fast, genau. Dem Mund, genau. Ja, genau. Den Mund ausgenommen, ja. Was entzündet sich da genau? Ist das der Knochen? Nee, es geht um die Schleimhaut und die entzündet sich. Und da ist es so, dass man herausgefunden hat, dass es einen bestimmten Entzündungstyp gibt. Den nennt man den Typ-2-Entzündungsweg. Und da ist es so, dass die Entzündungszellen einschießen in die Schleimhaut, dadurch es letztlich zu einer Barrierestörung kommt und dadurch Bakterien oder auch Viren eintreten können oder auch Entzündungszellen eintreten können in die Schleimhaut und es dadurch zu einer Veränderung kommt. Mhm. Und die dadurch kommt es dann zu einer Entzündung der Schleimhäute erstmal. Ja. Kriegt das jeder oder gibt es da bestimmte Menschen, die betroffen sind von solchen Entzündungen? Das bekommt zum Glück nicht jeder, aber es sind relativ viele Patienten betroffen, zumindest in Europa. Das ist eine der häufigsten chronischen Entzündungen, die es gibt. Ja. Und da bis zu 12%, sagt man, von der Bevölkerung. Und da ist es so, dass man noch nicht genau weiß, weshalb bestimmte Patienten betroffen sind. Häufig sind es Allergiker-Patienten, dann können es aber auch genetische Faktoren geben oder auch Umwelteinflüsse, die da reinspielen. Mhm. Da gibt es auch so eine Mischung aus verschiedenen Schwierigkeiten, die man haben kann. Ne? Trias nennen Sie die, glaube ich. Ja, genau. Es sind speziell Patienten, die häufig eine Nasennebenhöhlenentzündung haben. Die haben auch Polypen in den Nasennebenhöhlen. Ja. Die haben eine Intoleranz gegenüber Analgetika. Das nennt man, oder häufig ist es auch Aspirinintoleranz, also ASS, vertragen die Patienten nicht. Und zusätzlich ist es so, dass Sie auch noch einen Asthma bronchiale haben. Ja, genau. Und Sie haben ja eben schon angesprochen Polypen. Das ist ja eigentlich das Fiese an der Nasennebenhöhlenentzündung, dass da auch noch diese Polypen entstehen. Genau, es muss nicht immer sein. Es gibt Patienten, die auch eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben ohne Polypen. Mhm. Okay. Aber es gibt auch Patienten, die eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben mit Polypen. Warum entstehen die? Tja. Was wollen die da? Also was ist der Sinn der Sache, weshalb man einen Polypen haben muss? Genau, das ist diese typische Typ-2-Entzündungsweg, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und da ist es so, dass die Gefäßpermeabilität durch diese einschließenden Entzündungsfaktoren, die da reingehen, gestört wird, es zu einer Ödembildung kommt und dadurch letztlich durch diese dauerhafte chronische Entzündung letztlich zu so einer Ausstülpung der Schleimhaut und das nennt man dann Polyp. Aha, das heißt, da gehen also die Säfte, sag ich mal, nicht mehr so richtig durch die Gefäße durch und dadurch verdicken die sich paradoxerweise und dann bildet sich so ein Polyp aus. Wie behandelt man das normalerweise? Genau, also erstmal ist es so, wenn jemand erstmal ganz normal eine akute Nasennebenhöhlenentzündung hat, ist es ja noch lange nicht, dass man gleich einen Polyp hat oder auch eine chronische Entzündung hat, sondern erstmal geht man zum Arzt, der schaut sich die Nase erstmal an
was hat man für Symptome, die Nase läuft. Niesen muss man vielleicht, man bekommt schlecht Luft, das Riechen ist vermindert, man kann auch Kopfschmerzen ausbilden. Und wenn das alles über 12 Wochen immer wieder geht und nicht richtig weggeht, dann spricht man erstmal von einer Chronifizierung. Und dann würde man erstmal mit Nasenduschen anfangen, um die Nase erstmal frei zu bekommen. Man guckt in die Nase, gibt es da Engen, die das sozusagen stören? Ist eine schiefe Nasenscheidewand oder deutlich vergrößerte Nasenmuscheln? Das schaut man sich auch nochmal zusätzlich an. Dann gibt es die Nasenduschen und wenn das nicht hilft, dann würde man erstmal nasales Cortisonspray geben. Das ist dafür zuständig, dass die Schleimhäute auch wieder abschwellen, sich beruhigen, sagt man auch. Und die Entzündung nach Möglichkeit wieder rausgeht. Wenn das weiter nicht hilft und der Patient trotzdem immer wieder Beschwerden hat, dann würde man sogar oral das Cortison geben. Das macht man natürlich aber nicht zu häufig, weil wir alle kennen ja die Nebenwirkungen von Cortison. Wenn man das nasal sprüht, dann wirkt es nur lokal und es ist in ganz geringer Dosierung. Das heißt, es geht in den systemischen Kreislauf fast gar nicht rein. Wenn man es aber oral gibt, dann will man es ja auch systemisch haben. Und das sollte man dann nicht zu häufig anwenden. Ja. Wenn das weiter nicht hilft, dann kommen die Patienten sozusagen zu uns ins Krankenhaus mit einer Überweisung zur Nasennebenhöhlenoperation. Aha, und das ist dann sozusagen die Lösung aller Dinge? Tja, das ist es leider nicht. Das ist unser Problem, weil wir behandeln nur das Symptom. Das heißt, wir können ja die kranke Schleimhaut nicht gesund operieren. Das heißt, wir würden die Zugänge zu den Nasennebenhöhlen erweitern, sodass der Abfluss besser gegeben ist, die Nasenpolypen entfernen, sodass der Patient auch wieder besser Luft bekommt, das Riechen bestenfalls auch wieder vorhanden ist und die Lebensqualität natürlich auch wieder deutlich verbessert wird. Und da tragen Sie was ab? Schleimhaut oder Knochen? Genau, das ist beides in dem Fall. Ja. Das heißt, die Nasennebenhöhlen, das sind mit so kleinen Knöcheln und Septen auch verengt und die würden wir dann abtragen, damit es dann weiter ist. Und aber auch die kranke Schleimhaut, die da vorhanden ist, mit den Polypen, die ja daraus entstanden sind. Mhm. Genau. Und wie ist der Erfolg? Tja, der ist sehr unterschiedlich. Man muss sagen, bei einigen Patienten kommt die Polypenbildung schon nach einem Jahr häufig schon wieder. Und wenn man 10 Jahre sich anschaut, sind es sogar 80% der Patienten, die dann wieder eine Nasennebenhöhlenoperation bräuchten. Nun versprechen Sie sich ja viel, Sie und überhaupt die Mediziner, von diesen Biologicals. Das sind Medikamente. Also dann sind wir ja, wo sind wir da? Da haben wir ja viele OPs schon probiert. Schon immer wieder gekommen, der Polyp, und sagt man, komm, jetzt probieren wir mal dieses neue Zeug. Was sind das, Biologicals? Genau. Das sind monoklonale Antikörper. Das sagt jetzt noch vielen noch nicht so viel. Aber die greifen sozusagen direkt in diesen Entzündungsprozess ein. Das heißt, da gehen wir sozusagen, versuchen wir nicht das Symptom sozusagen erstmal direkt zu bekämpfen, sondern wir versuchen den Entzündungsweg zu stoppen, dass gar nicht die Ausbildung von neuen Polypen entsteht und bestenfalls sich die Polypen sogar zurückbilden und die Patienten dadurch eine OP umgehen oder wenn sie schon operiert worden sind, dass das ausreicht, die Nasennebenhöhlen schon weit genug sind und sie dann aber nicht nochmal operiert werden müssen. Und auch bestenfalls die orale Cortisongabe wegfällt. Mhm. Wie werden die verabreicht, diese Biologicals? Genau, die muss man sich spritzen. Mhm. Dann gibt es Spritzen. Es hängt ein bisschen davon ab, welches Biological man bekommt. Das ist in unterschiedlichen Phasen. Manchmal bekommt man alle 2 Wochen, manches alle 4 Wochen. Davon ist das abhängig. Mhm. Ja. Aber die muss man lebenslänglich nehmen. Das klingt so paradiesisch. Ja, also das muss man wirklich bis jetzt, sie sind zwar seit 2019 für die Nasen, chronische Nasenentzündung mit Polypen zugelassen, seit 2019. Und man sagt bis jetzt, die muss man lebenslänglich nehmen. Woher kennen wir die Biologicals? Die kennen wir schon aus der Asthmatherapie. Und da werden die schon länger eingesetzt. Und daraus kommt auch dieser Zusammenhang. Vorher hatten wir ja diese Trias angesprochen, Asthma, Nasenpolypen. Und
Ja, Aspirinintoleranz, ja. Und da ist man sozusagen auch dann auf diesen Weg gekommen. Wieso setzt man das dann nicht auf oder versucht man es nicht auch, um diese Nasenpolypen zu bekämpfen? Ja. Wer kann die kriegen, diese Biologicals? Ja. Im Moment ist es so, dadurch, dass sie noch relativ neu eingesetzt werden, ist es so, und sie auch nicht unbedingt bei allen Patienten wirken, ist es schon so, dass wir noch unseren ganz normalen Standardvorgang erstmal eingehen. Das heißt, Patienten, die gut mit einem nasalen Cortisonspray zurechtkommen, die brauchen die nicht. Die können das nasale Cortisonspray erstmal einnehmen, damit ist es gut handelbar, die Erkrankung, die Lebensqualität ist okay. Wenn Patienten aber damit nicht zurechtkommen und immer wieder das orale Cortisonschema brauchen, da fängt es dann an, dass man dann sagt, man untersucht die Patienten, guckt in die Nase, sind auf beiden Seiten Polypen, die immer weiter wachsen, immer weiter wuchern, wenn die Patienten keine Luft mehr durch die Nase bekommen. Zusätzlich möglicherweise auch noch ein Asthma haben, dann eine Riechminderung haben und die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, weil dann sie dauernd ausschnauben müssen, keine Luft bekommen, dann sind das die Patienten, wo alle anderen konservativen Maßnahmen sozusagen erstmal nicht gegriffen haben. Dann operieren wir sie, gucken, ob das wirkt, ob das ausreicht. Manchmal reicht ja auch schon eine Operation aus, nicht, wie gesagt, nicht bei vielen Patienten leider, aber bei einigen schon. Ach so, Moment, ich unterbreche mal. Das heißt, man muss schon operieren, damit die Polypen, die da sind, erstmal rauskommen. Genau, in der Regel würden wir das schon so machen. Ja. Damit auch erstmal die Luft frei ist. Und das ist ja auch erstmal unser Standardschema. Ja. Und weil man auch gucken muss, ob die überhaupt wirken. Ja, genau. Nicht bei allen wirken diese Biologicals. Es gibt so bestimmte Biomarker, wo man nachweisen muss im Blut, ob eine Eosinophilie oder ein IgE erhöht ist. Das sind zum Beispiel zwei Marker, die man hat erstmal, die man nachweisen kann, ob die überhaupt wirken, ob so eine Typ-2-Entzündung überhaupt vorhanden ist. Mhm. Und die anderen Kriterien sprechen noch dafür. Aber die wirken bei 80% der Patienten, sagt man, und bei den anderen 20% nicht. Das heißt, man geht natürlich erstmal unser Schema, was wir schon jahrelang und was sich auch gut bewährt hat, machen wir erstmal. Ja. Und wenn das nicht mehr greift, sondern wenn die Patienten dann wiederkommen und nach einer OP, nach einem Jahr zum Beispiel wiederkommen und die Nase ist wieder voller Polypen, dann sagt man, okay, bei solchen Patienten, man kann natürlich auch, wenn die Patienten sagen, nein, wir möchten aber erst noch mal operiert werden, weil das hat ihnen gut getan, dann können wir sie natürlich wieder operieren. Aber es ist natürlich, je häufiger man Patienten operiert, desto risikoreicher ist es natürlich dann auch irgendwann. Ja. Und es ist natürlich auch für die Patienten nicht schön, wenn sie dauernd operiert werden müssen. Und wenn Sie jetzt also diese Biologicals geben, das Ziel könnte sein, also nein, die Verheißung ist, die Polypen bilden sich zurück. Wann merke ich denn als Patient überhaupt eine Veränderung zum Besseren? Wie schnell geht das? Ja, das sagt man sogar nach 4 Wochen schon. Nach 4 Wochen Einnahme von diesen Biologicals soll es schon eine deutliche Besserung geben. Ja. Das heißt, der nasale Fluss, also vom Nasensekret soll rückläufig sein. Man soll besser riechen können, man hat nicht mehr so eine starke Nasenatmungsbehinderung, Kopfschmerzen sollten rückläufig sein, die Lebensqualität sollte steigen. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke Ihnen auch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!